Ich freue mich gern, darum bin ich am ersten Abend schon da. Un moment de rêve et puis du plaisir. Hat sehr viel Wahres drin. Lebenshilfe, das Gute im Mensch. Mir hat die Märchenwelt schon sehr gefällt und bin jetzt mega gespannt. Und heute ist noch so mild. Das ist das gerade ideal. Ich lasse mich überraschen. Also es ist eine Geschichte über Menschlichkeit, es ist eine Geschichte über Zwischenmenschlichkeit. D'un aviateur qui s'est écrasé dans le désert. Il y a un petit garçon avec les cheveux blonds qui lui dit « Dessine-moi un mouton ». Et puis après, il disait qu'il n'était pas très beau. Hein. Il lui a dessiné une boîte et puis il a dit « Le mouton que tu veux est dedans ». Chouette! Ja, nein, mir hat es sehr gut gefallen und man muss aber die Geschichte vom Saint-Exupéry kennen, dunkt es mich. Am besten sehen wir es eigentlich in der Geschichte von der Rose, die ja so ein bisschen eine Diva ist und die in dieser Tänzerin verkörpert ist und wo der Fuchs ihm am Schluss sagt, dem kleinen Prinz, «S'il te plaît, apprivoise-moi.» «Müssen sie zusammen, indem sie ihn immer besuchen.» Und ich bin auch überzeugt, weil das Licht- und Tonspektakel dieses Jahr auf Französisch ist, dass wir sehr viel mehr Besucher aus der Romandie werden haben. Unbedingt, es wäre schön, ein bisschen Entwicklungshilfe über den Rüstigraben hinweg, oder? Dass sie wieder mal ein bisschen wissen, ah, Bern ist eigentlich auch noch eine hübsche Stadt. Das finde ich definitiv gut und wird sicher so sein. Ja gut, wir sind Freiburger, für uns ist das kein Problem, logischerweise, wir sind ja bilingue. Es ist auch für Touristen, die zu Bern sind, eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, sich hier Platz zu verzaubern. Ich fand es super, obwohl ich hier kein Französisch verstehe, nur ein paar Wörter. Ich überlege mir schon sehr viel, wo führt denn das noch her, so wie wir mit unserer Umwelt umgehen, so wie wir manchmal miteinander umgehen, was macht das Ganze für einen grösseren Sinn? Und ich glaube, dort setzt das Buch an, ohne dass es abschliessende Antworten gibt. Entsprechend ist es, glaube ich, guter Stoff für die Phase, in der wir im Moment drin stecken. Selbst wenn man nicht alles verstanden hat, was geredet worden ist, um was es geht, hat man trotzdem natürlich mich gut verstanden. Voici mon secret. Man erkennt sich überall wieder, vielleicht an einem Tag in dem Satz ein bisschen mehr, am anderen Tag im anderen Satz mehr. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi. Ich glaube, es könnte eigentlich eine Geschichte sein von jedem von uns und wird die wahrscheinlich nicht schlecht dran, wenn wir die Sätze mitnehmen und uns ein bisschen präsent halten, weil es halt mal wieder ein bisschen Turbulenzen im Leben gibt. Ja. Oh, il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. Davon leben nicht so viel verlangen auch. Wir verlangen ja, genau. Viel zu viel. Und da sieht man, dass etwas einfacher kann etwas sehr Schönes sein. Reste. Si votre majesté désirait être obéie, il pourrait me donner un ordre raisonnable. Ja, vielleicht sich selber nicht immer so ernst nehmen im Leben. Ich glaube, da wäre auch vielen schon geholfen. Ein hektischer Drehtag wird es, um mehr Platz hat, so Zeug haben. Ich glaube, es muss Platz haben. Wir haben so viele andere Sachen, dass ich immer wieder glaube, man muss die Leute ein bisschen zwingen zu ihrem Glück. Und genau solche Abend bringen immer wieder, glaube ich, dorthin, die sagen, nein, das iPhone kann mal ruhig in Brusttaschen bleiben, 25 Minuten, es ist abgestellt. Man verfolgt und fasziniert in den Traum und Bilder. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Auszeiten haben. Dass wir mal wieder so auf die einfachen Werte sich zurückbesinnt. Das glaube ich macht sehr Sinn. Aber wahrscheinlich ist es, wie du sagst, man muss dem Platz verschaffen. Je suis content. Tu vas pouvoir aussi rentrer chez toi. Und das finde ich ja schön und es passiert ja sowieso eigentlich vor allem in unseren Köpfen. Und wenn ich mir das so überlege, gehen wahrscheinlich alle Leute, die das heute angeschaut haben, mit ihrem eigenen Bild von diesem Abend haben. Und hoffentlich jede und jeder nimmt die eigene Botschaft mit heim. Also, dass Kindheit etwas ist, wenn man das Leben lang begleitet.